Diese neuen Wochenschauaufnahmen geben ein weiteres Bild vom Umfang der Zerstörung Berlins und zeigen die Anfänge des Wiederaufbaus. Der Zweite Weltkrieg hat eine Trümmerlandschaft hinterlassen. Ein Viertel aller Wohnungen ist zerstört. Dazu 8 Millionen Vertriebene in den westlichen Besatzungszonen. Jetzt soll ein neuer demokratischer Staat entstehen. Ein Staat, der den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Integration der Flüchtlinge vorantreibt. Zur Finanzierung dieser Herkulesaufgabe errichten die Alliierten eine zentrale Institution, die KfW. Ich kam direkt von der Uni und musste nun Geld verdienen. Es war ja dann auch die Währungsreform und kein Mensch hatte richtig Geld. Und da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, kommen Sie doch mal mit, da gibt es jetzt neuerdings die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Grundlage ist das KfW-Gesetz aus dem November 1948. Erster Vorstandsvorsitzender wird Bankier Hermann Josef Abs. 3 kärgliche Büroräume in der Gutleutstraße, erinnert Abs später. In Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs wird der Wiederaufbau koordiniert. Es gab noch keinen Computer, kein EDV, nix. Es wurde alles mit dem Kopf, mit dem eigenen Kopf gemacht. Und weh, es war ein Fehler drin. Da musste die ganze Seite neu geschrieben werden. Juni 1948. Die Amerikaner starten die Luftbrücke, das größte Luftverkehrsunternehmen, das es bisher gegeben hat. Die Finanzierung aus Mitteln des Marshallplans läuft an. Die US-Amerikaner stellen umgerechnet 971 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Gelder, mit denen die KfW den Weg bereitet. Mit zinsgünstigen KfW-Krediten werden Wohnungen und die Energieversorgung aufgebaut. Später verlagert sich die Förderung auf die verarbeitende Industrie. Und der Marshallplan war, wenn man so will, das monetäre Schmiermittel, um zu erreichen, wir wollen einen westeuropäischen Wiederaufbau mit den Deutschen machen, ja, aber unter kontrollierter Form, mit neuen Einrichtungen, mit neuen Institutionen. Und da man deutsche Institutionen nicht hatte, die Großbanken waren zerschlagen worden, eine Reichsbank gab es noch gar nicht. Es zeichnete sich mit der Bank Deutscher Länder, die dann schließlich 1948 gebildet worden ist, eine erste Zentralbankebene ab, war aber ganz eindeutig für die Marshallplan-Gelder bzw. die Gegenwerte, die anfallen, gibt es keine Institution, die gut verwalten kann. Und daher erklärt sich die Gründung der Kreditanstalt. Dann ging es auch mal um die Kleiderordnung. Manche junge Herren, die kamen da an und dachten, ach, wunderbar, jetzt kommen wir ganz leger im Sommer dahin. Also Herr von Ilberg zum Beispiel, der ist fuchsteufelswild geworden, wenn die Herren in kurzen Hosen kamen. Das gab es einfach nicht. Und ich habe dann auch mit etlichen immer mich wieder auseinandergesetzt. Ich sage, meine Herren, Sie sind hier nicht in einem Käseladen. Das Grundprinzip der KfW gilt bis heute. Die Förderbank erteilt im Auftrag von Bund und Ländern langfristige Kredite, Zuschüsse und Darlehen. Ihre Kunden sind Privatpersonen, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Die KfW betreibt keine eigenen Filialen. Kunden beantragen ihren Förderkredit bei einem Finanzierungspartner, zum Beispiel der Hausbank. Der Berater hilft bei der Antragstellung und sichtet die Unterlagen. Dann leitet er den Antrag an die KfW weiter. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erteilt die KfW ihre Förderzusage. Jetzt kann der Kredit abgeschlossen werden. Der Finanzierungspartner zahlt die Fördermittel aus und nimmt die Rückzahlungen entgegen. Demonstrationen sollen die Macht des Establishments provozieren. Doch bisher fanden die Ideen der revolutionären Minderheit kaum Widerhall in der Bevölkerung. Die 1960er Jahre sind eine Zeit des Aufbruchs. Für Deutschland und für die KfW. Die Weltgemeinschaft erwartet von der jungen Bundesrepublik, dass sie auch in der Entwicklungshilfe Verantwortung übernimmt. Der Kampf gegen Hunger und Armut ist zum Problem Nummer 1 in dieser Welt geworden. Die Staaten der Dritten Welt müssen Anschluss an Wissenschaft und Technik der hochindustrialisierten Länder gewinnen. Mit Änderung des KfW-Gesetzes erhält die Bank 1961 den Auftrag für die finanzielle Zusammenarbeit und der kommerziellen Projektfinanzierung. Das BMZ wurde 1961 gegründet. Und was man heute finanzielle Zusammenarbeit nennt, das war damals Kapitalhilfe. Die Kapitalhilfe fing schon früher an, in den
50er Jahren. Aber eine ganze Reihe von den Ländern, die am Anfang der Kapitalhilfe im Mittelpunkt standen der Förderung, sind heute auf der Geberseite, zumindest teilweise, oder Industrieländer. Die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes, der Bundesrepublik, wird nicht allein hier entschieden. Auch nicht alleine im EWG-Raum. Sie entscheidet sich weitgehend auf den großen Märkten der Zukunft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Und wir müssen deswegen ganz besonders dafür sorgen, dass diese großen Märkte der Zukunft gepflegt und entwickelt werden, damit sie kaufkräftig werden, damit sie unsere Abnehmer werden können. Heute setzt sich der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank im Auftrag der Bundesregierung dafür ein, die wirtschaftliche und soziale Lage der Entwicklungsländer dauerhaft zu verbessern. Die KfW unterstützt Projekte von der Gesundheitsversorgung bis hin zum Aufbau verlässlicher Finanzsysteme. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, kurz DEG, fördert deutsche und lokale Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern aktiv sind. Die KfW-Tochtergesellschaft bietet ihren Kunden langfristige Finanzierungen, Förderprogramme und Beratung. Das internationale Projekt- und Exportgeschäft der KfW-Bankengruppe verantwortet die KfW-IPEX-Bank. Sie stellt mittel- und langfristige zweckgebundene Finanzierungen bereit zur Unterstützung der Exportwirtschaft sowie der deutschen und europäischen Rohstoffsicherung. Insgesamt ist die KfW-Bankengruppe an rund 80 Standorten weltweit vertreten. Zu Beginn der 1970er Jahre mehren sich die Zeichen einer Wirtschaftskrise. Hohe Ölpreise sowie eine Hochzinsphase führen zu erheblichen Verwerfungen. In aller Offenheit, nicht jeder wird in dieser Lage seinen Arbeitsplatz behalten können. Aber wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft alle Anstrengungen unternehmen, damit jeder einen Arbeitsplatz haben wird. Immer lauter wird der Ruf nach der KfW und ihren Förderprogrammen. Das Problem der 70er Jahre ist ja gewesen, dass nach dem Ende des Wiederaufbaubooms und im Kontext des Wandels der Weltwirtschaft, das Bretton-Woods-Wechselkurssystem war ja aufgegeben worden, dass da die gesamten traditionellen großen westlichen Industrienationen alle unter strukturelle Anpassungsschwierigkeiten gerieten. Und die Möglichkeiten, hier gezielt einzugreifen für die Regierung, die waren natürlich sehr viel besser, weil man die Kreditanstalt für Wiederaufbau hatte und gezielte Projekte fördern konnte und gezielte Programme auflegen konnte und nicht allein nur mit der Gießkanne übers Land gehen und Geld ausstreuen, was dann ja sehr schnell inflationär verpufft wäre. Also insofern ist für eine gezielte Konjunkturpolitik, für eine gezielte, wenn man so will, den Strukturwandel fördernde Politik, die Kreditanstalt für Wiederaufbau kaum zu überschätzen in ihrer Bedeutung. Ein eigenes Förderprogramm für den Mittelstand muss her, das M-Programm. Es ermöglicht Kredite an Kleinunternehmen zu den Finanzierungskonditionen der Großunternehmen. Innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte steigt die inländische Wirtschaftsförderung um ein Vielfaches. Der Mittelstand ist eine wichtige Zielgruppe für unsere Tätigkeit. Und zwar wollen wir mit der Stärkung des Mittelstandes eine ausgewogene Unternehmensstruktur bewirken, wobei zu erinnern ist, dass der Mittelstand in puncto Investitionsdynamik, in puncto Bereitstellung neuer Arbeitsplätze vorbildlich ist. Unsere Finanzierung soll im Einzelnen eine Chancengleichheit gegenüber den großen Unternehmen bewirken. Gucken Sie sich den Antrag mal an. Ich glaube, das. Dank ihrer guten Bonität kann die KfW für das M-Programm Mittel auf dem Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen aufnehmen und diese an ihre Kunden weitergeben. Die KfW ist die erste Bank, die es 1949 wagt, auf dem noch jungen deutschen Kapitalmarkt eine Anleihe zu platzieren. Hermann Josef Abs erinnert sich 40 Jahre später. Interessant waren die Umstände der ersten Emission der Kreditanstalt. Die besten Fachleute sagten in der entscheidenden Sitzung, aber Herr Abs, das ist doch Wahnsinn, Sie können doch nicht emittieren, Sie sind ja gar nicht emissionsfähig. Ich musste darum kämpfen. Ich sage, entschuldigen Sie mal, meine Herren, Sie können doch nicht einen Mann für impotent erklären,
Weil er noch keine Kinder hat. 1978 nimmt die KfW ihren ersten Fremdwährungskredit am Kapitalmarkt auf. Bereits 10 Jahre später werden 2/3 der Exportkredite in ausländischer Währung fakturiert. Ich begann ja 1989 als Abteilungsleiter internationale Kapitalmärkte in der Treasury, habe damals schon die Internationalisierung unseres Kapitalmarktgeschäfts vorangetrieben. Heute haben wir einen globalen Kapitalmarktauftritt mit dem Ziel, die bestmöglichen Konditionen auf allen Kapitalmärkten der Welt zu erzielen. Das ist eine Grundvoraussetzung für unser Fördergeschäft. 1985 unterzieht sich die KfW als eine der ersten deutschen Unternehmen einem Kreditrating und wird seither mit AAA bewertet. 2 Jahre später lässt sich die Förderbank bei der US-Börsenaufsicht SEC registrieren. Saurer Regen, sterbender Wald und die absehbaren katastrophalen Folgen für das ökologische Gleichgewicht sind zum zentralen Umweltschutzthema von politischen Parteien und Bürgerinitiativen geworden. In den 1980er Jahren wächst das ökologische Bewusstsein der Deutschen. Waldsterben, Smog und Atomkraft werden heiß diskutiert. Naja, also ich glaube, dass das, was die KfW macht, nämlich sozusagen zinsvergünstigte Kredite anzubieten für Investitionen wie beispielsweise in den Klimaschutz, den man richtig findet als Regierung, das ist ein Mittel, nicht? Das andere Mittel ist natürlich knallharte Ordnungspolitik. Also der Staat macht einfach Vorgaben und sagt, um mal ein aktuelles Beispiel, das Dieselauto zu nehmen, macht Vorgaben, wie viel Stickoxide da entstehen dürfen und setzt das knallhart durch. Ne? Mit einem eigenen Programm unterstützt die KfW ab 1984 mittelständische Unternehmen bei Umweltvorhaben. Damit baut sie ihr Engagement im Bereich Umweltschutz konsequent aus. Schon in den 1950er Jahren hat die KfW Abwasserbeseitigung und Gewässerreinhaltung finanziert. Es gibt einen Satz, der mir sehr gut getan hat. Irgendwann in den so 2005, 6, 7 im Verwaltungsrat der KfW, da sagte der Vertreter des Umweltministeriums, nachdem wir die Zahlen dann vorgelegt haben, die KfW ist die Umweltbank des Bundes. So war es. War auch gut so. Ab 2012 fördert die KfW die Energiewende mit über 100 Milliarden Euro. Finanziert werden Windparks, energieeffizientes Bauen und Sanieren, sowie Investitionen von Kommunen. Zugleich hilft die KfW in Entwicklungsländern, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Das Thema Sustainable Finance ist sehr in Mode gekommen. Im Prinzip heißt es, dass auch die Finanzakteure, Finanzinstitutionen Verantwortung für Nachhaltigkeit und für die Zukunft übernehmen müssen. Die Green Bonds sind ein Produkt, wo Investoren sich engagieren können für nachhaltiges Wirken. Wir sind einer der großen Promotoren von Green Bonds als Emittent von Green Bonds, aber auch als Investor in Green Bonds. Wir arbeiten sehr intensiv an der Definition von Green Bonds und deren Wirkungsmessung mit und wollen das auch in Zukunft weiterentwickeln. Auch in Zukunft nimmt der Umwelt- und Klimaschutz einen zentralen Stellenwert in der Bankengruppe ein. Die KfW zählt zu den größten Umweltbanken weltweit. Im November 1989 fällt die Mauer. Die DDR ist Geschichte. Zum zweiten Mal hilft die KfW beim Aufbau Deutschlands. Die KfW war für uns ein wichtiger Helfer. Sie hatte das Know-how für bestimmte Dinge. Sie hatte das Know-how zum Aufbau eines Mittelstands in der DDR, weil sie natürlich erfahren war, wie läuft das hier. Genauso auch für Existenzgründungen und ähnliche Initiativen in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Das war ihr ganz großer Vorzug. Aufbau Ost, der Name ist Programm. Bis zur Mitte der 1990er Jahre fließen jährlich rund 70% der inländischen Wirtschaftsförderung in die neuen Länder. Das größte Förderprogramm in der deutschen Geschichte ist ein Gemeinschaftswerk von KfW und Deutscher Ausgleichsbank. 2 Förderbanken des Bundes, vorerst noch getrennt. Könnt ihr euch alle fassen? Wahnsinnig, kann ich nur sagen, ja? Also wahnsinnig. Und eine Begrüßung ist das. Also, wir sind. Also, kann man nicht beschreiben. Dann kamen die ersten Kreditnehmer.
Da ist es Folgendes passiert, um das noch als, auch als Randnotiz beizubringen, dass morgens auf einmal ein paar Trabis bei uns standen. Da haben sich Handwerker aufgemacht aus Thüringen und sind nach Frankfurt gekommen und haben gesagt, da holen wir uns die Kredite. Da gibt es bei der KfW in Bockenheim, da gibt es Kredite, D-Mark-Kredite. Ne? Ja, haben wir denen gesagt, die kamen morgens an, unrasiert und übernächtigt, sind sie Stunden gefahren. Und haben wir denen erstmal ein Frühstück gegeben und haben sie auch gut bedient. Haben gesagt, sie brauchen gar nicht zu uns zu kommen, das macht ihre Bank, ihre Sparkasse oder was. Ja, wie geht denn das? Und wir wollen investieren. Da haben wir denen auch dabei geholfen, auch unsere Mitarbeiter, wir haben eine ganze Truppe, die dann nur noch diese Dinge bearbeitet hat. Und ich weiß, der erste Kreditnehmer war ein Bäcker, der hat sich neue Backmaschinen besorgt. Bis 2015 erhalten Wirtschaft, Privatpersonen und Kommunen in Ostdeutschland von der KfW Kredite im Gesamtwert von rund 194 Milliarden Euro. Eine gewaltige Summe. Und die Dankbarkeit, die uns da von den nicht nur Ministerpräsidenten, auch Finanzminister und so weiter entgegenkam, wir hatten regelmäßige Treffen, das war schon ja, berührend. Größter Projektpartner der KfW sind im Zuge der deutschen Einheit die sowjetischen Streitkräfte. 1991 schließt die KfW mit ihnen eine Projektfinanzierung ab. Mit den Mitteln werden in Russland mehr als 45.000 Wohnungen gebaut, unter Beteiligung vieler deutscher Unternehmen. Ich war am Anfang sehr knauserig, was mir Gorbatschow, wenn ich ihn treffe, heute noch vorhält. Ich sei ein Geizkragen gewesen. Und wir haben erreicht, dass in 3,5 Jahren alle Sowjetmenschen, Soldaten, Bedienstete und auch alle Waffen von deutschem Boden wegkamen. Und letztlich haben wir dafür bezahlt 12 Milliarden D-Mark und 3 Milliarden Kredit. Und den Kredit, den haben die Russen sogar später zurückbezahlt. Mit dem neuen Jahrtausend beginnt auch für die KfW eine neue Zeitrechnung. Institutionell verändert sich die Förderbank so stark wie noch nie. Aus der Kreditanstalt für Wiederaufbau wird die KfW Bankengruppe. Eine kleine Begebenheit, da muss ich heute noch drüber lachen. Also meine erste Sitzung, ich komme da rein, setze mich neben Schüler. Das war der Staatssekretär damals bei Schmidt und wenn man so will, mein Vorgänger. Denn es gab ja immer Leute, die aus der Politik dann kamen, was ich übrigens für ganz gut hielt. Es wurde dann eine Kasten in der Mitte des Tisches aufgeklappt. Und dann nahm man sich Zigaretten oder sogar Zigarren. Was, sage ich, ganz entsetzt, die ich im Bundestag für ein Rauchverbot gekämpft hatte und auch durchbekommen hatte in öffentlichen Institutionen. Ich sage, hier wird geraucht? Darauf sagt Vogt etwas spitz. Tja, aber Sie können sich ja wegsetzen, wenn Ihnen das nicht passt. Ich nehme zur Überraschung alle meine Akten, packe sie unter den Arm, setze mich von Schüler weg und setze mich neben Vogt. Danach wurde im KfW-Vorstand nicht mehr geraucht. Und die Mitarbeiter fanden das ganz toll. Die sagten, wenn sie eine Stunde später nach Beginn der Sitzung zum Vortrag in die Sitzung kamen, konnten sie oft am Eingang nicht sehen, wer wo saß, weil alles schon verraucht war. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre gehört die Staatsbank Berlin zur KfW-Familie. Damit war die Diskussion um die Rechtsnachfolge der DDR-Staatsbank beendet. Ja, die Bundesbank war nicht so besonders scharf darauf. Denn sie wollte natürlich von der Staatsbank überhaupt nicht beeinflusst werden. Und hat größten Wert darauf gelegt, dass wir bei der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion die volle Herrschaft über das Geldwesen der Bundesbank übertragen haben. Damals haben sich DDR-Leute vorgestellt, dass also da auch viele Bedienstete und angebliche Sachverständige der Staatsbank dann in die Bundesbank übernommen werden. Aber die haben sich gewehrt mit Händen und mit Füßen. Im Jahr 2001 erwirbt die KfW Anteile des Bundes an der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, der DEG. Das war ein Thema, das uns lange auch im Hintergrund bewegt, weil die DEG war ausgerichtet auf die Privatwirtschaftsförderung, hatte das Instrument der Beteiligungsfinanzierung, war auch interessant für uns. Und mir wurde berichtet, der Tag, an dem also die Entscheidung endgültig gefallen war und kommuniziert wurde, dann nach Köln, da sei also durch die DEG ein
Schrei der Freude gegangen. 2 Jahre später wird die Bonner DTA, die Deutsche Ausgleichsbank, auf die KfW verschmolzen. Die DTA hat Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung finanziert. Als Müller Wirtschaftsminister wurde, hatte ihm Eichel als Finanzminister versprochen, du kriegst die von Lafontaine in das Finanzministerium genommenen Bereiche Europa und Geld und Kredit zurück. Das hat er dann nicht gemacht. Eichel hat wirklich sein Wort gebrochen, hat er auch später gesagt. Und Müller hat gesagt, du hast das Wort gebrochen, jetzt kriegst du die DTA, für die Müller zuständig war, nicht. Ich konnte nach der Wahl nach Berlin fliegen und in einem halbstündigen Gespräch mit Clement, dem neuen Wirtschaftsminister, habe ich ihn dann doch überzeugt, dass es für alle Beteiligten besser ist, auch da die DTA auch schon Schwierigkeiten hatte, wenn die DTA gehört zur KfW, so ist es dann auch gekommen. Und die DTA war ein ganz wichtiges Bein der KfW bei der Mittelstandsförderung. Während die KfW die deutsche und europäische Wirtschaft weiterhin mit ihrer gesamten Produktpalette fördern kann, wird die Export- und Projektfinanzierung 2008 in eine eigenständige Tochtergesellschaft ausgegliedert, die KfW IPEX Bank. Die Mitarbeiter hatten ja ein Wahlrecht, ob sie in der KfW verbleiben wollten oder ob sie in die IPEX überwechseln wollten. Formal musste man ihnen das geben. Und soweit ich mich erinnere, war es eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern, die sagte, also mir ist da irgendwie ein sicherer Hafen, wie manche das empfanden in der KfW, nicht insolvenzfähig und mit allem drum und dran, ist mir lieber. Und haben dann für die KfW optiert und dann dort einen Arbeitsplatz gefunden. Und alle anderen sind alle in die IPEX mit rübergegangen. Das hat für mich auch irgendwie gezeigt hier. Wir sind davon überzeugt, dass das gut läuft und das ist unsere Zukunft. Und da machen wir was draus. Heute ist die KfW in Frankfurt, Berlin und Bonn vertreten. Die DEG sitzt in Köln. Auf der Suche nach Wettbewerbsvorteilen für die deutsche Wirtschaft wird der Ruf nach besserer Bildung laut. Eine höhere Bildung scheitert häufig an der Finanzierung. Die KfW konzipiert 2006 einen neuen Studienkredit und stößt damit eine längst überfällige Entwicklung in der Bildungsfinanzierung an. Nicht nur die KfW verändert sich. Die gesamte deutsche Bankenlandschaft befindet sich im Umbruch. Auf Wunsch der Bundesregierung übernimmt die KfW im Jahr 2001 Anteile der IKB Deutsche Industriebank. Wir waren dann etwas reingeraten durch die IKB, die sich auf Geschäfte eingelassen hatte, die sicherlich abenteuerlich waren. Und am Horizont stand also eine echte Finanzkrise mit großen Schäden auch für die Anleger. Nachdem die IKB durch riskante Anlagen in große Schwierigkeiten geraten ist, spannt die KfW gemeinsam mit Bund und Bankenverbänden einen Risikoschirm. Ziel? Den Zusammenbruch der IKB verhindern und Schaden für die Volkswirtschaft abwenden. Mit dem Verkauf der IKB-Anteile an den Investor Lone Star sind diese Ziele im Oktober 2008 erreicht. Im Rahmen eines Swap-Geschäfts überweist die KfW 320 Millionen Euro an die Investmentbank Lehman Brothers. Die vereinbarte Gegenzahlung bleibt aus, denn Lehman hat in der Nacht zuvor Insolvenz angemeldet. Am Ende beläuft sich der Gesamtschaden auf 100 Millionen Euro. Das hat mir leid getan. Und weil ich um die Qualität der KfW weiß und wusste, insofern sind so Sachen dann bitter, aber sie sind passiert und sie sind heute passé. Also heute nimmt man die KfW wieder als das wahr, was sie immer war, eine Qualitätsbank. Nach der Lehman-Panne schlägt der neue KfW-Vorstandsvorsitzende Schröder einen umfangreichen Modernisierungskurs ein. Am Ende steht die KfW stärker und professioneller da als je zuvor. 2009 geht als das Jahr der schwersten Wirtschaftskrise in die deutsche Nachkriegsgeschichte ein. Die KfW ist besonders gefordert, die Bundesregierung im Kampf gegen die Krise zu unterstützen. Einen wichtigen Beitrag leistet das KfW-Sonderprogramm. Seit 2010 beauftragt der Bund die KfW, den deutschen Anteil an bilateralen Krediten für Griechenland bereitzustellen. Alle Risiken dieses Zuweisungsgeschäfts sind durch den Bund über eine Garantie abgesichert. Und die KfW-Familie wächst weiter. Die KfW-Stiftung soll ab 2013 das gesellschaftliche Engagement der KfW ergänzen, verstetigen, unabhängig von der Ertragsentwicklung der Bank.
Im gleichen Jahr wird der Cappuccino-Effekt geboren. Das Ziel ist es, dass der Kunde bei seinem Bankberater, nachdem er sich am Abend vorher im Internet schlau gemacht hat über die Produkte, zu seinem Kundenberater geht, der dieselbe Internetseite aufruft, die Maske ausfüllt, die dort auszufüllen ist, die der KfW schickt und innerhalb eines Cappuccino-Trinkens die KfW die Förderzusage gibt. Die Kreditzusage können wir natürlich nicht geben, das muss die Hausbank tun, aber die Förderzusage wollen wir so treffen. Ihr europäisches Engagement baut die KfW aus. Die Förderbank und ihr Vorstandsvorsitzender beteiligen sich 2014 an der Investitionsoffensive der EU-Kommission, dem sogenannten Juncker-Plan. Die KfW leistet ihren Beitrag, Europa zu mehr Wachstum zu verhelfen. Ich glaube, dass Europa unsere Solidarität verdient. Wir sind Teil von Europa und wir sollten unseren Beitrag zum Gelingen des europäischen Einigungswerkes beitragen. Insofern begrüße ich diese erweiterte Tätigkeit der KfW in Europa. Sie ist eine Herausforderung, weil wir gleichzeitig jetzt auch mit europäischen Institutionen, mit anderen Förderbanken zusammenarbeiten müssen, aber auch gerne wollen. Hier zahlt sich aus, dass wir in den letzten Jahren ein sehr enges Netzwerk mit europäischen Förderbanken entwickelt haben. Mehr als 1 Million Menschen machen sich 2015 auf den Weg nach Europa. Die deutschen Kommunen sind überfordert. Die KfW unterstützt sie mit 1,5 Milliarden Euro für Flüchtlingsunterkünfte. Im Ausland trägt die KfW dazu bei, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Also was ich richtig finde, ist, dass man versucht, die Entwicklungsländer wirtschaftlich zu unterstützen und zu versuchen, dass sich auch dort Arbeitsplätze entwickeln. Das wird aber nicht dazu führen, dass es keine Fluchtursachen mehr gibt. Denn zum Beispiel die Leute in Syrien, die flüchten ja nicht, weil sie irgendwie sich denken, in Deutschland gibt es schönere Arbeitsplätze, sondern die flüchten, weil sie in Aleppo bombardiert wurden. Das ist etwas, was mich wirklich wundert, dass Leute, die vor Bomben flüchten, dann hier so behandelt werden, als wären die alle Wirtschaftstouristen. Das ist doch Unsinn. Seit 2015 beteiligt sich die KfW mit bis zu 400 Millionen Euro an deutschen und europäischen Wagniskapitalfonds. Das Geld ist für Gründer bestimmt, die auf Wachstumskurs sind. 2018 entsteht in dem Zusammenhang eine neue Tochtergesellschaft. Die Digitalisierung bringt ja sehr viele neue Start-up-Unternehmen hervor. Die brauchen wirklich Venture-Capital-Geld. Da hat Deutschland noch Nachholbedarf. Und wir haben hier einen ganz neuen Förderauftrag der Bundesregierung, uns hier sehr viel stärker zu engagieren. Deswegen gründen wir eine eigene Beteiligungsgesellschaft, mit der wir uns speziell im Venture-Capital-Bereich nachhaltig engagieren wollen. Die KfW blickt auf eine 70-jährige Geschichte zurück, die eng mit dem Aufbau und der Entwicklung Deutschlands verbunden ist. Die KfW wirkt nachhaltig und eröffnet weltweit Perspektiven. In 7 Jahrzehnten hat die Förderbank politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen gemeistert. Ich glaube, wir haben in diesen 70 Jahren bewiesen, dass wir Strukturveränderungen der Wirtschaft sinnvoll begleiten können. Gerade deshalb, weil wir auch in neuen Zeitenwenden immer als Pionier vorangegangen sind. Und das müssen wir auch in der Zukunft sein. Und da haben Förderbanken ihre Rolle. Und ich glaube nach wie vor, wenn es die KfW nicht gäbe, dann müssten wir sie erfinden. Das haben andere Länder auch verstanden und haben sich immer stärker nach dem Modell der KfW in den letzten Jahren ausgerichtet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 hat die KfW die Zukunft mitgestaltet. Kompetent, zuverlässig und fair. Sie fördert Menschen, die weiterdenken, um alle weiterzubringen. Hierfür hat die Bank mehr als 1 Billion Euro vergeben. Heute ist die KfW eine der weltweit führenden Förderbanken. Sie setzt sich im Auftrag von Bund und Ländern dafür ein, die Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Dieser Maxime folgt die KfW durch das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters. Als Bank aus Verantwortung.